In diesem Clip wollen wir uns den Vier-Quadranten-Betrieb eines Motors mal anschauen. Wir haben einen kleinen Gleichstrommotor, auf dem eine Scheibe montiert ist, damit wir die Drehrichtung beobachten können. In Reihe zum Motor ist eine Lampe, an der wir den Strom beobachten können. Der Motor wird über eine sogenannte H-Brücke angesteuert. Gucken wir uns mal die Funktionsweise der H-Brücke an. Die H-Brücke verbindet Spannungsversorgung mit Motor. Sie hat vier Schalter Q1 bis Q4 in je zwei Strängen und der Motor hängt zwischen diesen beiden Strängen. Die Schalter werden in der Regel elektronisch ausgeführt, aber hier sind sie rein mechanisch. Schließen wir die Schalter Q1 und Q4, dann ist +UB mit dem linken Anschluss des Motors verbunden und 0 Volt mit dem rechten Anschluss. Die Drehrichtung ist rechts. Der Ankerstrom fließt über die Schalter Q1 und Q4 von +UB zu 0 Volt. Schließen wir hingegen Q2 und Q3, dann wird der Motor gerade umgepolt. Die Drehrichtung kehrt sich dann also um. Stellen wir uns vor, der Motor dreht in Rechtsrichtung. An der sich drehenden Ankerwicklung wird die Spannung UI induziert. Wenn wir nun statt Q1 Q2 schließen, ist der Motor nicht mehr mit +UB verbunden. Nichtsdestotrotz liegt UI immer noch an, denn der Motor dreht sich ja noch. Das heißt, die Spannung wird weiterhin in der Ankerwicklung induziert. Die Maschine ist nun ein Generator. Sie treibt einen Strom durch Q2 und Q4. In unserem Versuch definieren wir die Rechtsdrehung als positive Drehrichtung. Die Drehrichtung erkennen wir am rechten Messgerät. Ebenso definieren wir ein Drehmoment, das beschleunigend in Rechtsrichtung wirkt, als positives Drehmoment. Dieses können wir am linken Messgerät erkennen. Wir schließen nun die Schalter Q1 und Q4. Der Motor beginnt sich zu drehen, und zwar in Rechtsrichtung. Das bedeutet, dass ein Drehmoment auf den Rotor wirkt, der die Rechtsdrehung verursacht, also in Rechtsrichtung wirkt. Nach unserer Definition haben wir also eine positive Drehrichtung und ein positives Drehmoment. In einem MN-Koordinatensystem befinden wir uns demnach im oberen rechten Quadranten. Wir öffnen die Schalter. Der Stromfluss wird prompt unterbrochen. Da sich aber zumindest im Leerlauf der Motor weiterhin dreht, können wir an der Ankerwicklung die induzierte Spannung UI messen. Nun schließen wir den Motor über Q1 und Q3 kurz. Die Drehzahl ist immer noch positiv, aber sie sinkt. Dafür ist der Motorstrom, also das Drehmoment, jetzt negativ. Das bedeutet, auf den rechts drehenden Motor wirkt nun ein nach links gerichtetes Drehmoment, das den Motor bremst. Positive Drehrichtung bei negativem links gerichteten Drehmoment bedeutet, dass wir uns im Quadranten unten rechts befinden. Nun zur Linksdrehung. Wir schließen die Schalter Q2 und Q3. Der Motor beschleunigt gegen den Uhrzeigersinn, weil ein Drehmoment in diese Richtung, also ein negatives Drehmoment, auf ihn wirkt. Negative Drehrichtung und negatives Drehmoment bedeutet, dass wir uns im MN-Kennlinienfeld im unteren linken Quadranten befinden. Nun schalten wir die Versorgungsspannung wieder weg, der Motor dreht weiter und schließen den Motor über Q2 und Q4 kurz. Der Gegenuhrzeigersinn drehende Motor wird durch ein in Uhrzeigersinn wirkendes Drehmoment gebremst. Negative Drehzahl bei positivem Moment bedeutet Quadrant links oben. Ganz banal geben uns die vier Quadranten also Auskunft über die Drehrichtung des Motors. Alles auf der rechten Seite ist Rechtsdrehung, alles auf der linken Seite ist Linksdrehung. Darüber hinaus bekommen wir aber auch Auskunft, ob die Maschine als Motor oder als Generator betrieben wird. In den Quadranten 1 und 3 deckt sich die Drehrichtung der Maschine mit der Wirkungsrichtung des Drehmomentes. Das elektromagnetisch erzeugte Drehmoment verursacht also die mechanische Bewegung. Die Maschine agiert als Motor. In den Quadranten 2 und 4 hingegen bremst das Drehmoment die sich drehende Maschine. Wir befinden uns hier also im Generator oder im Bremsbetrieb. Die Maschine wandelt mechanische Energie zurück in elektrische Energie.